Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich stehe jetzt gerade hinter dem Wolfhell im Transporter, denn wir wollen uns jetzt aufmachen Richtung Sandfield Farm zu Freya und ihr weiterhelfen mit ihrer Hausaufgabe bzw. der Schlange. Vorher aber noch mal eine kurze Ankündigung. Ich muss das jetzt nochmal sagen. Bitte wirklich, wenn ich geschrieben habe, dass ich aufnehme, nicht dann noch mit mir schreiben wollen oder dann beleidigt sein, wenn ich nicht antworten sollte. Und ich mache auch, wenn ich in Folgen bin, nehme ich keine Gruppeneinladungen an. Und ich werde auch, wenn ich aufnehme, keine Fotos machen. Das ist einfach, gehört nicht in die Folge rein. Das mache ich in den Level-Streams. Und kann man auch nachher hin nach den Themenfolgen machen, wenn ich erstmal soweit bin. Aber wirklich bitte, wenn ich in den Story-Folgen aufnehme und ich es schreibe, dann wäre ich euch sehr verbunden, wenn es für euch okay ist und ihr es dann dabei belasst. Ich will jetzt auch nicht irgendwie einfach, ich will jetzt nicht streng klingen, aber es kommen immer wieder auch von Zuschauern Beschwerden, dass ihr das ultra nervt, wenn dann sowas die ganze Zeit drumherum passiert. Und deswegen wirklich nochmal die Bitte, euch da ein bisschen zurückzuhalten. So, auf geht's Richtung Jarlaheimfeld. Es ist, ich will dann immer, ich habe jetzt auch mal so ein schlechtes Gewissen irgendwie, weil ich euch jetzt nicht irgendwie anmeckern will. Aber es ist einfach für mich, mich bringt es aus dem Konzept und die Zuschauer finden es auch sehr störend. Deswegen einfach die Bitte da von meiner Seite, dann zu schauen, als wenn ich schon geschrieben habe, dass es dann auch okay ist. So, Freya. Hi Dina, ich habe kaum geschlafen. Ich habe nur rumgelegen und über die Schlange nachgedacht. Kommt mir vor, als ob du Jahre gebraucht hast, um hier aufzutauchen. Kasper ist der gleichen Meinung, aber jetzt, wo du hier bist, sollten wir besser die Fallen prüfen, richtig? Ich hoffe echt, 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 dass wir eine Schlange gefangen haben. Ach, die kleine Freya. Die ist schon putzig irgendwie. So. Da ist keine drin. Ich hoffe, wir können ihr den Wunsch erfüllen und finden eine. Jawohl. Da. Wir haben eine. Freya. Da kannst du jetzt richtig was zeigen bei deiner Lehrerin. Ist das wahr? Wir haben eine Schlange gefangen? Hurra! Lass mich sehen. Oh, sieh mal, sie ist wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass Schlangen so schön sein können. Hast du vorher schon mal so eine tolle Schlange gesehen? Sie sieht nicht sehr glücklich in diesem Käfig aus. Ich sollte sie am besten aus der Falle befreien. Glaubst du nicht, dass das eine gute Idee ist? Oh, wird schon gut gehen, Dina. Ich kann fantastisch mit Tieren umgehen. Ich glaube einfach nur, dass die Schlange etwas Angst hat. Wenn ich sie also hochhebe und etwas streichle, wird sie sich sicherlich bald beruhigen. Oh-oh. Ich hoffe, es ist nicht jemals wie die Kreuzotter oder so. Ich glaube, Kreuzottern können auch beißen. Nicht schlimm, aber... Sie sieht aus wie eine Kobra. Oh. Jetzt ist sie weg. Autsch. Oh nein, entschuldige, dass ich sie hab fallen lassen, Dina. Sorry. Naja, das ist jetzt nicht schlimm. Ich hoffe, sie wurde jetzt nicht wirklich fies gebissen. Ach, tut mir so leid, dass ich sie verloren habe, Dina. Das war keine Absicht. Wie finden wir sie nur wieder? Ob ich mich verletzt habe? Nee, halb so wild. Als ich die Schlange streicheln wollte, hat sie sich wohl erschreckt und mich gebissen. Es sticht etwas, aber das ist nicht so schlimm. Ich bin eher traurig, dass wir sie nie wiederfinden werden. Sie ist bestimmt nicht so dumm und geht uns wieder in die Falle. Die Bücher? Du meinst, wir können sie nutzen, um mehr über die Schlange und ihren Lebensraum herauszufinden? Was für eine tolle Idee, Dina. Kannst du mir dabei helfen? Danke. Du bist die Beste. Okay. Welches Kapitel sollen wir überprüfen? Was meinst du? So, Schlangen, Eidechsen, Schildkröten? Keine Ahnung. Nein, natürlich keine Ahnung. Na, Schlangen natürlich. Wie sah die Schlange aus? Gelb und rot, gelb und braun und schwarz. Sie war gelb und braun. Genau, das ist richtig. Die Schlange war gelb und braun. Wir werden unsere Schlange in 0, nichts finden. Gab es neben der Farbe der Schlange sonst noch etwas Einzigartiges an ihr?
Geklappert hat sie eigentlich nicht. Sie war gemustert, würde ich sagen. Du hast recht, Dina. Die Schlange hatte ein Muster auf dem Körper. Dann muss es wohl die Klippenkobra gewesen sein. Hier steht geschrieben, dass Schlangen normalerweise auf unbebautem Land nah am Wasser und dort, wo der Boden aus ja anders und uneben ist, wohnen. Wo glaubst du, könnte das sein? Ich würde sagen, das sind die vergessenen Felder, weil ich weiß nämlich, dass da unten eine Schlange rumschlängelt. Du hast recht. Das Haus der Klippenkobras muss bei den vergessenen Feldern liegen. Hurra, nun wissen wir, welche Schlange es war und wo sie sich aufhält. Okay. Hurra, wir haben es gelöst. Die Schlange muss eine Klippenkobra gewesen sein. Wir haben keine neue Schlangenart entdeckt. Es war eine gewöhnliche Klippenkobra. Klippenkobras sind recht scheu, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass sie so große Angst hatte, als ich sie streicheln wollte. Jetzt wissen wir, wo wir sie noch einmal suchen können, bei den vergessenen Feldern. Die Schlange, die wir gefunden haben, muss sich wohl verirrt haben. Komm schon, Dina, wir sollten schnell in die vergessenen Felder, damit ich die Fotos für die Schule machen kann. Da die Schlangen aber so schreckhaft sind, sollten wir wohl lieber keine mehr versuchen zu fangen, sondern einfach nur Fotos von ihnen machen. Kommst du bitte mit zu den vergessenen Feldern, Dina? Mama würde mich niemals alleine gehen lassen. Gehen lassen muss das heißen. Bitte, 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 bitte. Juhu! Zu den vergessenen Feldern. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Jetzt ist sie schon los, oder? Es wäre schön gewesen, wenn sie auf dem Pferd hinten drauf gesessen hätte. Warte mal, wollen wir... Ja, komm, ich würde sagen, wir reiten mal, oder? Obwohl, bis zu den vergessenen Feldern, das ist schon ein ordentlicher Weg. Das ist schon wirklich recht lang. Dann schauen wir einfach. Wow. Wir können auch hier einen Transporter nehmen. Hier habe ich auch noch eine Rufquest. Die muss ich auch noch meinen Ruf ein bisschen verbessern. Von daher passt mir das Update sogar ganz gut. Da muss man hier keine stupiden Dailies machen, sondern kann hier wirklich nochmal normale Quests machen. Ach, ich muss doch mal wieder mehr die Musik hier anhaben. Was haben wir denn gerade für einen Ruf bei der Sunfield Family? Ich müsste eigentlich den perfekten Ruf haben hier. Ich bin doch die Namensvetterin. Wo sind sie denn? Jarlaheim, Jorvikstall, Familie Jarlason, Sunfield Family. Oh Gott, 3.465 von 6.000? Das ist noch so viel. Naja, habe ich halt noch was zu tun. Wir müssen dann ja auch noch was für die Themenfolgen über haben. Okay, genau, da hinten müssen wir hin. Das ist nämlich irgendwo da, wo auch die schlafende Witwe war. Wenn ich mich recht erinnere. Da war viel los. Meine Herren. Ah, schön mit der Musik. So, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme jetzt einen Ruf auch bei diesen Quests hier mit. Ich meine, Silver Kiss war jetzt zwar nicht so lange dabei, aber sollten wir heute nochmal ins Dino-Tal gehen, dann sind wir schon auf dem richtigen Pferd. So, irgendwo hier hinten, hier in den Klippen, da muss sie sein, die Klippenkobra. Hoppala. Ja, ein bisschen suchen müssen wir schon hier. Ist sie da oben? Oder ist sie hier unten? Ah, hier ist Freya. Da bist du ja. Wie langsam kann man eigentlich sein? Boah. Ich habe meinen Eltern gesagt, dass du mich begleitest, damit ich die Fotos für meine Hausaufgaben machen kann. Sie haben mir sogar ihre Kamera ausgeliehen. Cool, oder? Ich weiß nicht, was los ist, aber ich kann kein einziges Foto machen, was nicht verschwommen ist. Vielleicht habe ich heute nicht genug gegessen und bin etwas wackelig auf den Beinen. Kannst du die Fotos bitte für mich machen? Bitte, 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 bitte. Juhu, jetzt können wir tonnenweise gute Bilder machen. Na, wenn du meinst. Ach nee, ich muss erstmal ein Stückchen noch weiter. Okay, hier sind drei Flecken. Habe ich dann noch drei Kobras zu fotografieren? Da ist eine. Ist auch ein schöner Ort hier. Hey, Brooke macht auch gerade die Quests. So, genau.
Sollen wir uns hier hinstellen? Weil da hinten ist eine. Wir können ja zoomen, wir dürfen nicht so nah ran, ansonsten verschwindet sie wieder. Nummer 1. Müssen wir mal schauen, irgendwo hier unten am Strand, glaube ich, war die nächste. Gucken wir mal hier genau, da ist der nächste Punkt. Wo ist die nächste Schlange? Ja, wo ist sie denn? Irgendwo im Gras hockt, die ist aber gut versteckt vor zwei Büschen. Ach da, ja, die ist echt sehr, sehr gut versteckt. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Fotos. Jetzt brauchen wir noch das dritte. Müssen wir eigentlich überhaupt absteigen dafür? Ich bin jetzt jedes Mal abgestiegen. Dabei mussten wir das vielleicht gar nicht. Genau, und hier am Strand ist die letzte. Die hatte ich schon mal gesehen. Ja, ich hätte gar nicht absitzen müssen dafür. Ja. Das war jetzt ja eine typische Cuddy. Okay, zurück zu Freya. Die wird sich sicherlich freuen. Ja, hat sie doch was Tolles und Aufregendes in der Schule zu erzählen. Es ist sowas, ist immer klasse, dann ist man immer stolz und man hat was gefunden, was vielleicht nicht jeder hat. So. Oh, wie warm es ist. Ist dir warm? Hurra, was für tolle Bilder du geschossen hast. Die muss ich Kasper zeigen, wenn wir zu Hause sind. Ich bin echt super müde. Komm schon, lass uns nach Hause gehen. Kasper fragt sich wahrscheinlich schon, wo ich stecke. Oh je, was für ein langer Weg nach Hause das ist. Ich weiß, wir sollten uns den Weg spaßiger gestalten. Ich wette, du und Snowhoof schafft es nicht vor mir nach Hause. Ich habe eine geheime Abkürzung und ich bin mir sicher, dass ich vor dir da sein werde. Sollen wir ein Rennen starten? Auf die Plätze? Fertig? Los! Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist so ein bisschen hier vom Igel und vom Hasen. Kennt ihr die Geschichte? Der Hase, der eigentlich viel schneller ist und der Igel war trotzdem immer vorher da. So, das war ja doch von der Quest her relativ umfangreich, muss ich sagen. Dafür war ja jetzt das letzte Update mit Rambo beim Sicherheitsmenschen hier, beim Aufseher, genau, in Fort Pinter, war ja eigentlich wirklich wieder sehr klein. Es war ja wirklich nur eine Quest, was schade ist. Aber wir müssen uns immer noch überraschen lassen. Es hieß ja, dass eventuell ein Update noch kommt dieses Jahr von der Story her. Hoffen wir es einfach mal. Ich würde mich auch freuen, es ist doch, wenn ich jetzt das richtig mitbekommen habe, kam doch jetzt bislang immer jedes Jahr um die Zeit hier ein neues Gebiet. Also von daher weiß ich nicht, vielleicht kommt ja auch ein neues Gebiet rein. Da gäbe es ja noch das Aschetal oben im Dinotal, das ist ja noch geschlossen. Stimmt, wir hätten doch gar nicht so lange gebraucht. den Weg hier oben rum hatte ich ganz vergessen. Könnt ihr mal sehen. Das wäre ja noch da natürlich die Erntefeldprovinz und da würde ich mich sehr freuen, wenn die reinkommen würde. Weil ehrlich gesagt, ich war jetzt schon ewig nicht mehr, bis auf das hier jetzt, so wirklich in Jalaheim und Umgebung questen. Und ich würde mich freuen, nochmal hier in der Gegend ein bisschen unterwegs zu sein. Also ich würde das mehr bevorzugen, auf jeden Fall, als das Aschetal, obwohl das Aschetal natürlich auch sehr spannend ist. Mit dem Garnok-Vulkan, der da oben Feuer speit. Was natürlich auch wieder ein bisschen mit für die Story-Quest sprechen würde. Weil da Kor ja nach wie vor Garnok sich untertan machen möchte. Man weiß es nicht. Wir müssen uns momentan überraschen lassen. Wir können noch nicht irgendwie, also spekulieren können wir, aber was es dann letzten Endes wird, schwierig, schwierig, schwierig. So, wenn mich alles täuscht, ich nehme jetzt hier gerade nämlich schon am Sonntag auf, müsste das jetzt die Mittwochsfolge sein, dann kommt ja auch heute das neue Fort Pinter, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Habe ich ja schon Bilder gesehen, auch schon das Video auf unserer Facebook-Seite geteilt. Es ist ja doch, finde ich persönlich, sehr, sehr schön geworden, weil sie es eben nicht einfach nur überarbeitet haben, sondern auch tatsächlich ein bisschen umgestaltet haben, was ich wirklich schön finde. So, Martina. Hallo, Dina. Wo Freya ist?
Ich habe keine Zeit für dumme Spielchen. Wenn alle immer nur rumalbern und Streiche spielen würden, käme hier nichts zustande. Ach, Martina. Freya hat mir gesagt, dass sie Fotos für ihre Hausaufgaben schießen wollte. Deswegen dachte ich, dass sie noch mit dir unterwegs sei. Du sagst, dass sie schon nach Hause gegangen ist? Ich schlage vor, ich versuche sie einfach anzurufen. Sie hat ihr Handy mit sich. Dann muss ich wieder zurück an die Arbeit. Keine Antwort. Sie hat wahrscheinlich etwas Interessantes auf dem Weg nach Hause gefunden, was sie abgelenkt hat. Sie lässt sich immer so leicht ablenken. Wahrscheinlich ein kleines Kätzchen, ein kleines Häschen, eine Katze oder irgendein anderes Tier. Kannst du ausreiten und nach ihr sehen? Wenn du sie findest, sag ihr bitte, dass sie sich beeilen soll. Das Abendessen ist bald fertig. Okay, dann gucken wir mal, dass wir sie finden. So. Nein, Snowhoof. Hast zwar fein mitgedacht, aber hier können wir die Quest noch nicht machen. So. Ist hier eine Spur, die wir verfolgen müssen? Okay. Freya. Wo mag sie wohl sein? Jetzt müssen wir nach Jarlaheim rein. Wo ist denn die Kleine schon wieder hier? Die hält einen aber auch ganz schön auf Trab. So, oder mich jetzt eher sogar auf Galopp. Muss man denn jetzt... Okay, hier ist der nächste Punkt. Freya, hallo? Wo bist du? Hey! Ah, Mensch! Das gibt's doch nicht hier. Die ist aber auch wirklich... Die ist überall und nirgendwo. Freya! Ich reite jetzt die Route einfach mal zurück. Irgendwo muss sie ja sein. Ich frage mich eben, wo diese mysteriöse Abkürzung sein soll. Das macht es jetzt natürlich schwer, sie zu finden. Wenn sie irgendwo einen anderen Weg genommen hat, den wir gar nicht kennen, weil das ihre super sondergeheime Spezialabkürzung ist, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Freya, antworte doch. Mensch. Nicht, dass wir jetzt gleich noch Vorwürfe gemacht bekommen von Martina, weil wir sie haben alleine gehen lassen. Was fehlt jetzt noch in der Raupensammlung? Da hinten ist sie. Da ist sie. Oh, ist sie umgeknickt? Dina, entschuldige, ich war so müde und jetzt fühle ich mich überhaupt nicht gut. Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Wenn nicht, dass es doch irgendwie an dem Biss von der Kobra liegt. Mir geht es gar nicht gut, Dina. Ich habe wirklich versucht, nach Hause zu kommen, aber sobald ich aufgestanden bin, wurde mir schwindelig und richtig schlecht. Okay, du fühlst jetzt Freyas Stirn und sie scheint hohes Fieber zu haben. Du solltest ihr helfen, zur Sunfield Farm zu kommen. Okay. Dann, okay, sei vorsichtig. Ah, okay, nur im Schritt baut es sich ab. Ich würde sagen, wir reiten immer ein Stück ganz schnell. Und dann müssen wir wieder abbremsen. So, jetzt reiten wir wieder ein Stück vorsichtiger. Och je, hier. Snowhoof. Die arme Freya, der müssen wir auf jeden Fall helfen. Die Schlange war wahrscheinlich wirklich giftiger, als wir zuerst dachten. So, es geht recht schnell runter, wenn ich mal kurz ganz stehen bleibe. Wie schnell geht es im Schritt runter? Ja, deutlich langsamer. Ich glaube, dann ist es tatsächlich sinnvoller, wenn ich einmal ganz stehen bleibe und dann wieder ein Stückchen sprinte. Wow, von hier oben hat man natürlich auch eine tolle Aussicht. Golden Hills da hinten. Die Reithalle, das Landgut. Es ist schon echt schön gemacht, das Spiel. Das muss ich nach wie vor sagen, nach meiner anfänglichen Skepsis vor so viel Pink und Rosa. Oh, ich reite jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Die Hälfte der Strecke haben wir jetzt schon wieder hinter uns. Oh je, Mene. Hoffentlich ist das nichts zu Schlimmes. Ich glaube tatsächlich, wir sind so schnell. Das gibt's doch nicht. Echt?
Ist man so wirklich schneller? Also es kommt mir auf jeden Fall gefühlt schneller vor. Oder wollen wir, wir könnten auch den Transporter nehmen. Nee, wir reiten jetzt. Das Geschaukel ist vielleicht jetzt auch nicht so toll für Freya. Hier kürzen wir ein bisschen ab. So. Jetzt nochmal stehen bleiben. Da hinten ist schon Dingsbums hier, die Koppelinsel. Ja. Oh je, echt, die tut mir natürlich wirklich leid. Jetzt hat sie ja noch die Beine im Pferd. Mensch, 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 was ein Tag. So. Ich überlege gerade, ist es sinnvoll, durch die Stadt zu reiten? Ich weiß es nicht. Ja, doch, ich glaube, es ist schon eine kleine Abkürzung, wenn wir direkt durch Jallaheim durchreiten. So, wir bleiben nochmal stehen. Ja, Jemine. Freya ist aber auch ein Pechvogel hier. Sie hätte das Pferd echt überhaupt nicht, das Pferd. Sie hätte die Schlange echt nicht in die Hand nehmen dürfen. So, ich denke mal, jetzt werden wir wohl Richtung... So, jetzt können wir weiterreiten. Jetzt werden wir wohl Richtung Tierladen kommen. Oder? Nee, so weit schaffen wir es noch gar nicht. Ich darf ja auch nicht das Glück zu sehr überstrapazieren. Ansonsten kippt uns hier Freya gleich vom Pferd und dann geht es hier richtig schlecht. Und dann sind wir auch noch die Dummen dazu, weil wir nicht vorsichtig genug waren. Das wollen wir natürlich auch nicht. Okay. Gleich sind wir da, Freya. Halte durch, halte durch. Wir haben es gleich. Alles wird gut. Haben wir hier überhaupt einen Arzt? Ich habe bislang nur Tierärzte gesehen in dem Spiel. Oder habe ich irgendwas verpasst? Nee, ich glaube nicht, oder? Da gibt es bestimmt wieder irgendjemanden, der zufällig so ein paar Arztkenntnisse hat. So. Weiter. Feiner Snowhoof. Du bist ein Braver. Ganz brav. So. Meine Güte, aber ich glaube, hierdurch wird das jetzt auch gerade eine ultra lange Folge werden. So. Immer weiter. So, jetzt haben wir es doch gleich. Jetzt haben wir es gleich, kleine Maus. Bist du wieder zu Hause. So. Ich glaube, das letzte Stückchen können wir jetzt auch nochmal galoppieren. Oder? Reicht es? Reicht es? Ja, es reicht. Sehr gut. So, Martina, wir haben sie gefunden. Dina, oh Gott, was ist passiert? Ja, die Kleine hat sich wohl bei, oder hat sich wohl, ist wohl vergiftet worden durch den Biss der Schlange. Wie es aber weitergeht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, da ich jetzt gerade echt schon sehr, sehr lange aufnehme. Und wir auch mal irgendwann zu einem Ende kommen müssen. Das heißt, ich verabschiede mich für heute von euch. Und wir sehen uns morgen wieder. Also ihr Lieben, bis dahin. Tschüss.